So, und hier unten muss ich ein Stückchen gerade gehen. Das sieht doch gut aus. Das ist das Schönste, was ich hier gebaut habe. Zack. Also das einzige Problem ist, dass dem ganzen Zeug hier Wasser zu geben, weil so. Das ist kein Kästchenbrett, ich komme darauf nicht klar. Ich kann mit Nicht-Kästchen nicht umgehen. So, und wir können hier auch direkt nochmal ein paar weitere Wasserverbindungen rüberziehen. Denn das nächste Erdbeben kommt bestimmt. So, ich will aber das Ding auch nach oben erweitern. Später soll hier die Strecke weitergehen und da oben gibt es dann noch eine Autobahnanbindung. Wir können ja erstmal hier unten bleiben. So, die brauchen eine Polizei. Die brauchen eine Feuerwehr. Die hier unten brauchen erstmal noch gar nichts. Die brauchen Polizei, die brauchen Feuerwehr. Bildung brauchen sie nicht. Die brauchen Bahnstationen auf jeden Fall. Hier U-Bahn. Und zwar hier und hier und hier. Ah, jetzt geht das wieder los. Warte, da war es gerade. Ach, guck mal, kann ich sogar perfekt hier anschließen. Ja, nice. So. Wollen wir da direkt schon mal die Stressvermeidung hin. So, dann die Linie. Ziemlich simpel. Abschließen. Brauche ich eine Linie, die hier im Kreis fährt. Haltestelle. Haltestelle. Haltestelle, Haltestelle, abschließen, so. Dann natürlich noch eine Linie, die schicke ich jetzt einfach hier hin und zurück. Perfekt. So, und dann können wir die Leute hier arbeiten lassen. Beziehungsweise, wir haben noch ein paar Gebäude, die ich hinbauen kann. Services, Service, 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 Service. Das ist ein bisschen groß, das ist zu groß für hier. Expo Center. Ist so laut, oder? Das ist ja egal, dass das laut ist. Ist ja kein Wohngebiet hier. Genau gesehen, dass das hier gerade grün war. So. Bisschen den Geländewert erhöhen. Muss ja noch drin sein. Ort ist bereits belegt. Ja, wodurch denn? Und es, ein paar mehr Parks wären ganz schön, glaube ich. So. Das sollte reichen. Und jetzt wird der Rest hier. Beziehungsweise ich sollte erstmal vielleicht eine Stromanbindung bauen. Zack. So, viel Spaß mit eurem Strom. Jetzt gebt. Zieht hier hin, baut hier eure tollen Dinger. Keine Ahnung, Büros. Ah, das wird ewig dauern, dass ihr alle. Warte. Warum mache ich nicht einfach. Ich weiß, warum ich nicht einfach so mache. Ich kann so machen. Beste Beschreibung. Ich kann nicht so machen, also mache ich so. Ach, so. Jetzt wird alles klar. Nee, aber ich meine,
mit dem Viereck vorausmalen und jetzt den Rest von Hand. So, das sollte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Das Expo Center hat auch schon Strom. Die U-Bahn sollte fahren. Ich muss mal ganz kurz sneefen. Moment. Ah, sehr gut. Ich sollte mich, glaube ich, jedes Mal dazu muten, sonst wird das auf Dauer ziemlich eklig. Wie sieht's überhaupt aus? Ja, Strom haben wir noch dicke. Wasser. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Brauchen neue Wasserpumpen. Also. Zwei. Drei. So, das reicht. Mehr Wasserpumpen gibt es erstmal nicht. So, hier wurde jetzt mittlerweile auch gebaut. Das heißt, ich werde. Halt, warte, hier haben noch Sachen gefehlt, ne? Ja, U-Bahn-Stationen. Eine hierhin. Eine hierhin. Eine dahin. Dann. Die Verbindungen. Also, wo geht das hin? Perfekt. Keine Ahnung, wofür das da, wofür dieser zweite Tunnel da sein soll, aber. Ja gut, ich kann jetzt ganz gut eine Kreislinie machen. Neue Linie. Haltestelle. Mittelstelle. Haltestelle. Haltestelle. Abschließen. Warte. Ich will die Linie, die ich da gerade erstellt habe, bitte löschen. Perfekt. Jetzt weiß ich ja auch, wie löschen geht. So, die brauchen aber auch noch ein Krankenhaus, genau. Das hatte ich nämlich vergessen. So, Krankenhaus. Friedhof gibt es natürlich gratis dazu. Und ein Krematorium sollen sie eigentlich auch noch kriegen. Und ich glaube, mehr brauchen die eigentlich gar nicht. Krematorium, wie viel kostet das? 25. Ja, oh, das haben wir ja gleich. Beziehungsweise ich kann eigentlich währenddessen schon mal, dass wir das Geld zusammen haben, hier ausweisen. Wir haben es ja eigentlich schon geschafft, Müllberge zu produzieren. Bevor sie Strom hatten oder irgendwas. Also bevor da überhaupt jemand war. So. Für die Müllfahrzeuge müssen wir auch noch eine Anbindung da irgendwie hinbauen. Ah, das. Oh. Das kommt später. Hier, zack. Okay, was nun? Oh. Verdammt, sorry. So, das ist. Ja. Das passt jetzt alles. Wir haben null Anfrage auf gar nichts. Haben nach wie vor Müllprobleme. Alles easy. Oh, aber hier hat sich's. Das hat sich echt verbreitet. Wie grell diese Gebäude alle sind. Diese Insel muss leuchten wie sonst was. So, ich weiß mal hier schon mal weiter aus. Wir können ja nie genug davon kriegen.
Was eigentlich mit den... Wir können noch keins der einzigartigen Gebäude bauen. Weil hier können wir Services, Service, 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 Service hinsetzen. Ich meine, das kurbelt die... macht eigentlich nur Lärm, das Ding. Egal. So. Guck mal, jetzt können wir schon mal das Eden-Projekt. Das Eden-Projekt ist ein riesiges Treibhaus, das sich perfekt für weitläufige Gärten voller exotischer Früchte und Pflanzen eignet. Dem Stadtprofil steht es sehr gut zu Gesicht. Außerdem entfernt es Verschmutzung bei Land, Wasser und Luft, was wiederum die Grundstückswerte im Stadtbereich erhöht. Also, das sind diese Ultra-Gebäude. Was habt ihr eigentlich für Probleme? Nicht genügend Kunden. Ja, kann ich doch nichts für. So, ihr müsstet jetzt eigentlich demnächst auch einiges an weiteren Arbeitern bekommen. Hier, wenn hier welche bauen. Warum haben wir negatives Bevölkerungswachstum? Ist doch. Die hier irgendwie. Also es gibt hier überall ein paar Probleme, aber nichts. Jetzt geht's auch wieder hoch. Sterben mehr weg als neu dazukommen oder wie? So. Den hier müssen wir wirklich irgendwo anders hinpacken. Dahin. So. Denn da ist wenig, ist das weniger angesperrt, weil heilige. Ja, wir müssen ein bisschen was am Verkehr tun, glaube ich, jetzt erstmal. Und dazu gehört unter anderem, dass die Straße hier optimiert wird. Es wälzen sich wohl... Was ist das überhaupt für eine? Die ist auch nur vierspurig. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Es wird jetzt richtig hässlich. Aber was ist das hier für ein Gebiet? Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Ich hoffe, das wird schnell wieder rebevölkert. Aber wir müssen dieses Verkehrschaos hier irgendwie entfernen. Und ich glaube, dafür ist es am besten, wenn wir das hier alles... Alles wegreißen. Sogar die Straße. Die hier oben auch. Ja, das ganze Gebiet hier muss freigerissen werden. Okay. Ja, ich weiß, das wird jetzt gerade aua, teuer und so weiter, aber... Das gibt sogar Geld dazu, wenn ich das mache. The fuck. So. Was wir jetzt machen, ist nämlich zum Ersten... Diese Straße hier oben geht jetzt durch. Ort ist bereits belegt. Wodurch denn? Von dem Ding da, was ist das? Feuerwache. Geh mal kurz weg. So. Der geht nämlich jetzt hier runter. Dann wird hier naja, da brauche ich keine Straße komplett rüberziehen. Und da gehen jetzt zwei Querstraßen ab.
So, Feuerwache ist im Weg. So. Ort ist bereits belegt. Ist das überhaupt da? U-Bahn-Station, keine Straßenanbindung. Ja, die U-Bahn-Station, die muss auf jeden Fall wieder ins normale Straßenbild mit eingebunden werden. Ich glaube, dazu baue ich eine vierspurige. Kann ich, geht das? Wenn ich das so mache. Ja gut, okay. Dann müssen wir nämlich keine U-Bahn-Linie neu ziehen. Da habe ich ein bisschen Angst vor gehabt. Also was bist du? Krematorium. Geh mal woanders hin. So, jetzt bauen wir hier nämlich die Straße nach da oben hin. Die kann tatsächlich wieder. Hätte ich gar nicht wegreißen müssen. Also ja, trotzdem, was bist du? Gigastore, das Beste vom Besten. Warum ist da ein fehlendes Straßensymbol? Was ist das überhaupt? Polizeiwache. Ja, wahrscheinlich irgendeine Bahnlinie, die ich aus Versehen kaputt gemacht habe. So, zack. Und angeschlossen. So. Okay, ich glaube, das sollte alle Verkehrsprobleme, die wir hier hatten, beseitigen. So, was haben wir jetzt hier noch? Das ist eine U-Bahn-Station, oder? Fuck. Ja, U-Bahn. Station. Okay. Komischer, seltsamer Knick, aber egal. So, was haben wir jetzt hier noch? Was bist du? Ist das eine Bus, das ist eine Bus, warum ist da eine Bushaltestelle? Warum ist da eine Bushaltestelle? Sie Bus. Zur Hölle? Was machen. Hä? Was machen die Bushaltestellen da? So. Ach, verdammt, das war doch hier. So, zack. Das war doch hier das dicht besiedelte. Hätte ich vergessen. Zack. Erstmal alles wegmachen. So, mir ist nämlich gerade aufgefallen, wir können hier noch eine Zwischenstraße reinzimmern. Ich meine, es ist dicht besiedelt, also müssen wir ihnen auch so viel Platz geben wie möglich. So, perfekt. Ist das jetzt dunkelblau? Ja, das ist dunkelblau. Okay, das sollte den Verkehr jetzt hoffentlich deutlichst entlasten. Auch wenn ich echt keine Ahnung habe, was hier keine Straßenanbindung hat, aber was, wo kommt diese Bushaltestelle her?
warum kann ich sie nicht entfernen? Was die viel bessere Frage ist. Was machen diese ganzen Menschenmassen hier? Wow. Sind das die, die alle in den Gebäuden waren? So, ich will aber diese Bushaltestelle weg haben. Ja, ich weiß, wie man eine Straße verbessert. Was machen die Bushaltestellen da? Ich meine, ich kann Bushaltestellen nicht mal bauen. Brauche ich jetzt halt ein Busdepot. Darf ich jetzt Bushaltestellen bauen, ne? Ja, Tatsache, ich kann hier... Buslinie.